darauf erstmal ein Kochstream. Und dann können wir wirklich in die Wüste gehen heute noch. Vielleicht können wir heute noch Linkel machen. Mega gut. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir so krass gut durchkommen. Übelst nice. Übelst nice. Genauso wie diese Kurok-Sachen. Die sind richtig hübsch, Mann. Also so designtechnisch kannst du dich da ja echt nicht beklagen. Oh, da ist doch eine Statue. Guck mal. Genau da ist sie ja. Cool. Können wir uns auch noch ein Herz holen? Oder wollen wir Ausdauer-Chat? Was meint ihr? Ich bin mir halt echt nicht sicher. Ausdauer immer gut, aber die nützt mir halt bei den Fights nicht. Ausdauer bringt dir halt eigentlich viel, viel mehr, wenn du erkunden gehst. Und wir gehen ja nicht so wirklich erkunden. Wir machen ja so ein bisschen Speedrun hier. Wir machen ja wirklich nur das Nötigste, sag ich mal. Wir haben halt schon echt wenig Ausdauer. Aber für die ganze Kämpferei, gerade gegen den Donnerblight und Ganon, Herzen wahrscheinlich. Ich meine, ja, Essen und so, aber. Aber der Donnertyp ist ja als nächstes dran. Ich bleib mal bei den Herzen. Hard only run. Ich habe so Angst vor dem. Aber ich hatte hiervor auch total Angst und es ist super gelaufen. Also, wer weiß. Vielleicht läuft das auch besser als erwartet. Mit 15 Herzen, das ist nicht so schlecht. Ich glaube, wie viele Herzen kann man maximal haben? Sonst sind es ja immer so 20, aber hier sind es, glaube ich, mehr. Eine Vogelnuss. Ach schön, ich liebe den Krogwald. 30 waren es hier, also haben jetzt die Hälfte. Okay, sehr gut. Dankeschön, Tassimo. Ja gut, ich meine, irgendwo mussten 120 Schreine verwertet werden. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Hier sind wir soweit fertig. Das hier übrigens auch, diese dunkle Prüfung in den Dolbrand-Ruinen, ist auch so übelst geil. Es gibt halt so viele geile Sachen in dem Spiel. Lohnt sich halt richtig, hier alles zu erkunden. Wenn ich es nicht schon mal getan hätte, würde ich es halt einfach machen. Aber da wir es schon getan haben, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Es ist weird, dass wir hier noch nichts haben. Also wir können jetzt entweder hier auf den Turm gehen und von den Orni aus weitermachen. Oder vom Plateau aus. Weil das Ding ist, hier unten müssen wir halt auch gar nicht hin. Erinnerung haben wir auch schon 3. Da würde ich halt auch gerne noch gucken, wenn wir durch sind, ob wir die restlichen Erinnerungen noch holen können. Beziehungsweise bevor wir zu Ganon gehen vielleicht. Es fehlt halt noch so insane viel von der Karte. Warte, ich will kurz die 4 Titanen anmachen. So. Denn da wollen wir hin. Es ist aber halt so krass, wie viel noch fehlt. Wir haben halt gerade mal die Hälfte der Karte aufgedeckt. Und so viele Sachen haben wir uns gar nicht angeguckt. Wir haben uns diesen Sumpf hier nicht angeguckt. Wir waren nicht hier im Gebirge. Die Hebraberge haben wir komplett ausgelassen. Wir waren nicht auf den Tingelinseln. Wir waren nicht in diesem coolen Barbarenlabyrinth, was eventuell auch Sonai-Ruins sind. Wir waren nicht an den Quellen.
Weil hier ist ja, glaube ich, nee, das da ist die Mutquelle, war es, glaube ich. Da könnten wir generell aber mal hingehen. Wenn wir noch Zeit haben, du kannst halt dieses Spiel wirklich in so 30, 40 Stunden durchknallen und die Main Story quasi gesehen haben und trotzdem hast du halt so viel verpasst. Ich meine, ich habe nicht umsonst 160 Stunden ohne DLC das erste Mal in diesem Spiel verbracht und alle Schreine geholt und die ganze Scheiße. Auch hier die beste Sidequest überhaupt, diese Stadt wieder aufbauen und so. Aber du kannst das Spiel halt auch wirklich durchspeeden im Prinzip. Wir trödeln auch schon eigentlich zu viel rum. Also wenn du hier wirklich durchdüsen möchtest, kannst du hier schon eine ganze Menge einfach auch skippen, ne? Ich geh mal zur Fee und guck, ob wir was aufbessern können. Ich habe ja auch gerade mal Geld. An den Moneten scheiterte es ja auch gerne mal. Drei Herzen Run, let's go. Nein. Nein. Aber es ist halt wirklich so krass, wie groß und wie optional halt auch die Welt ist. Ich finde, das fällt jetzt halt so richtig auf, wo wir wirklich versuchen, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren und halt hier vielleicht mal einen Umweg für eine Erinnerung oder so machen, aber im Großen und Ganzen den Main Plot Points hinterherrennen. Fällt halt extrem auf. Oh Gott. Ohne Gyro unmöglich. Weil halt auch der Dings für Iwata und so. Und ich hoffe, dass Tears of the Kingdom auch so viel Exploration hat. Das war halt so toll an Breath of the Wild. Dieses ganze Erkunden und stundenlang rumlaufen und hier ist was und da ist was und du kannst dich halt hunderte Stunden hier wirklich in Hyrule ohne Probleme aufhalten. Ohne Probleme. Und ich denke, vielleicht haben sie an der Overworld nicht so viel gemacht, aber halt alleine die fliegenden Inseln und der Untergrund werden halt so viel zum Entdecken geben, denke ich. Kein Scherz, wenn ich sage, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir uns zwischen dem 12. und 30. Mai einfach nicht sehen. Weil ich einfach komplett versumpfe so. Scheiße, Link ist zu klein. Jetzt ein Schmetterlingsnetz, Chat. Ja, wie viel tatsächlich neu ist. Deswegen wollte ich halt auch noch mal über die Karte rennen, damit man die Unterschiede halt auch mehr sieht, weil mir ist wirklich viel von dem Spiel im Gedächtnis geblieben, aber 6 Jahre sind 6 Jahre halt, ne? Und das noch mal so ein bisschen. Hey, guck mal, Prinzessin nennt sie ja. Der ist hier aber neu. Dass man so die Unterschiede auch ein bisschen mehr einordnen kann, weil man halt noch mal zumindest grob durch Hyrule gerannt ist. Ich denke, die ganze Map aufdecken ist sowas, was ich vielleicht auch noch gern machen würde. Ja, der Fusionskram ist bei mir auch so Hit or Miss, glaube ich. Also entweder das wird richtig geil oder richtig, richtig furchtbar. Oh, guck mal, Schleichglöckchen, na, das hätte ich ja sogar. Und das Reckengewand, das werden wir auch mal upgraden. Für Ganon, ne? Das Problem ist für den Rest. Oh, sie will gar kein Geld? Ach, oh, cool. Brauchen wir die anderen Feen, die immer 500 Bucks von uns wollten. Ich habe sie mir nicht auf der Karte markiert, was ein Fehler war. Weil sie kann ja nur einmal verstärken, glaube ich. Sie kann ja nur ein bisschen verstärken. Aber das können wir eigentlich alles mal machen. Ich finde auch schön, wie die großen Feen immer weiter eskalieren. Je mehr sie dich verstärken. Sie ist ja noch ganz harmlos. Aber die letzte ist die beste. Und halt allein das hier alles zu machen. Und die ganzen Sidequests. Ich habe ja auch alle Sidequests gemacht. Und dieses Spiel hat halt so viel Content gehabt. Und es ist halt so geil.
Es tut mir richtig im Herzen weh, dass wir halt wirklich nur so oberflächlich gerade hier durchrennen. Weil es halt nur so ein Refresher sein soll. Weil es dem Spiel halt eigentlich wirklich nicht gerecht wird. Muss man halt echt sagen. Breath of the Wild ist so ein Spiel, für das musst du dir eigentlich wirklich Zeit nehmen und da in Ruhe in jeden Winkel kriechen. Aber naja, was willst du machen? Na komm, wenn ich schon dabei bin, können wir das auch noch verstärken. Wo ist denn die zweite Fee? Wisst ihr noch, welches die zweite Fee ist? Weil ich habe gerade 600 Rubine. Dürft auch eine Karte fragen. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich nicht so komplett basic in die Wüste renne. Die Wüste ja auch so ein Ding. Du kannst ja, glaube ich, alleine 5 Tage nur in der Wüste und in den Hebrabergen jeweils rumlaufen. Was überhaupt nichts mit der Story zu tun hat. Wie wir gesehen haben, die Hebraberge komplett scheißegal. So. Musst du überhaupt nicht machen. Aber ist halt schon geil, wenn du es machst, so. Ganz hinten in der Wüste ist eine. Stimmt. Bei den Orni war auch eine. Eine davon, das ist, glaube ich, sogar vielleicht die Pferdefee. Es gibt ja noch eine Pferdefee, die deine Pferde wiederbeleben kann, wenn du die Yoshi-mäßig in den Abgrund gekickt hast. Die zweite müsste eigentlich auch irgendwo hier in der Umgebung sein. Also die war nicht so weit weg. Ist vielleicht in Akala oben? Weiß ich gar nicht. Ich würde sonst vielleicht mal selber googeln. Ja, die in Taburasa war, glaube ich, die bei den Orni, oder? Oh, tschüss. Weil wir haben schon 2 andere Quellen gefunden, aber ich habe sie leider mir nicht markiert. Und ich hatte leider kein Geld dabei. Aber ich meine... Wir sind an einer erst vor kurzem vorbeigekommen. Aber ich glaube, es geht schneller, wenn ich es einfach google, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Oh ja, Taburasa war das Dorf. Du hast recht. Das ist hier. Das könnte sogar hier ist die zweite. Das könnte die Quelle sein, theoretisch. Lass doch da mal hinfliegen. Das könnte, glaube ich, tatsächlich die zweite gewesen sein. Aber vielleicht google ich trotzdem lieber mal, weil ich habe nur 700 Rubine. Breath of the Wild. Große Fee-Location. Fundorte der großen Feen. So. Die erste ist ja Kultura, die zweite Micha. Ja, die ist in Taburasa, okay. Guck mal. Schwarmwissen, Chat, ne? Die dritte große Fee ist beim Tabanta-Turm. Genau, das ist die, bei den Orni hinten. Die ist nämlich genau hier. Hubschrauber, okay. Upsa. Und die letzte ist in der Wüste. Irgendwo ganz hinten, wie du sagtest, aber da kommen wir ja eh noch nicht hin. Dann gucken wir doch mal, ob die uns noch ein bisschen weiter verstärken kann. Die gute Frau. Hätte ich vielleicht auch lieber ein Signallicht hingemacht, ne? So. Da lang. Aber auch diese Stadtaufbau-Sidequest. Halt auch so cool. Und ich finde das so traurig, dass es halt wirklich Leute gibt, die das nicht gemacht haben. Und es macht mich so traurig. Ich verstehe ja, wir haben alle keine Zeit, weil allein diesen Monat kommen irgendwie schon wieder 20 geile Spiele raus. Ich verstehe es ja. Aber... Das ist so cool. Das ist halt so cool. Wie gesagt, dafür haben wir jetzt leider auch keine Zeit, glaube ich. Aber
So eine coole Sidequest. Ärgert mich halt auch, wenn die letzte Woche nicht ausgefallen wäre, hätten wir es vielleicht machen können. Die dauert ja auch ein bisschen. Vielleicht können wir sie speedrunnen, mal gucken. Oh Gott. Ja, wenn man es dann ganz am Ende auf einmal quasi speedrunnen muss, das war bestimmt nicht so cool. Aber insgesamt ist die Questline halt so geil. Ja, da bist du ja wieder. Ja, nimm. Eigentlich muss ich mir davon hübsche Mädchensachen kaufen, aber... Naja. Hoffen wir mal, dass es sich ja auch lohnt, ne? Danke, mein Retter. Ah, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Dieses Spiel ist nicht für Kinder gemacht. Ach, das war diese fabulöse Frau. Die sehen aber halt auch so fantastisch aus. Doch, für Japanische. Erinnere dich an den Bub in der Bahn. Wir waren ja zum Breath of the Wild Release in Japan. Und ich werde nie diesen, lass den mal höchstens 6 Jahre alt gewesen sein, Jungen, mit seiner Switch in der Bahn, der Breath of the Wild gespielt hat. Und ich hatte da noch keine und ich war der traurigste Mensch der Welt und habe dann einfach das Kind beobachtet, wie es Breath of the Wild richtig scheiße gespielt hat, weil er 6 Jahre alt war. Und dauernd verkackt hat und so, aber ich war so neidisch auf ihn. Du hast mich befreit. Ich hatte jemand Größeres mit mehr Muskeln erwartet. Tja, du meinst Ganondorf Rehydrated? Daddy-Dorf? Verstehe ich, Schwester, verstehe ich. Aber auch wenn du ein bisschen mickrig bist, bist du irgendwie ganz süß, du Schnuckel. Dank dir habe ich meine Kraft zurück. Im Gegenzug kann ich deine Kleidung verstärken. Sofern ich die richtigen Materialien habe, willst du es mal versuchen? Mit meiner jetzigen Kraft kann ich deine Kleidung ein gutes Stück verstärken. Okay. Brauchen wir da schon die Sternschnuppen? Ne, die Hornsplitter. Schlimmer. Die Hornsplitter. Aber die Hose könnten wir upgraden und die Kapuze. 8, 6. Ja, da sie kein Geld möchte, machen wir einfach mal alles, was geht. Sie ist auch noch zahm. Richtig cool sind halt die beiden letzten Feen. Eskalieren halt auch komplett. Ich liebe die. Ich hoffe, dass die auch wiederkommen. Nein, wieso? Verdammt, ich hätte zuerst die Kapuze machen sollen. Jetzt habe ich wieder gelabert und nicht gesehen, dass das Bockblindhörner braucht. Aber gut, die werden wir wohl auftreiben können. Hiervon kann ich auch leider nur eins verstärken, ne? Brauche mehr Schleichwürmchen. Allein das Grinden für Materialien, um deinen Kram maximal aufzubessern, bist du ja schon 80 Stunden bestimmt beschäftigt. Ich wollte vielleicht was anderes verstärken, aber das muss wohl warten. Wenn du Kleidung oder Materialien gefunden oder meinen Schwestern geholfen hast, komm doch wieder. Bleib schnuckelig. Und Rückzug. Bleib schnuckelig? Wie geil ist die denn? Wie geil ist sie denn einfach? Huch, lauter Krogblumen. Das ist ja verwirrend hier. Guck mal. Ach so. Ach, das ist ein Krogrätsel. Das erklärt. Neue Kacke für die Rasseln. Aber wo ist das Ende? Dem Baum? Huhu, mich nicht an. Ich hätte auch voll gern das Kletterkopftuch noch, aber ich weiß nicht, wo das ist.
Oh, oh. Nochmal. Meint ihr, die großen Feen kommen wieder in Tears of the Kingdom? Es wäre ja ein bisschen traurig, wenn nicht. Oh nein. Das musste ich gar nicht machen. Ja, dann weiß ich leider auch nicht, was der Krog von mir möchte. Dann weiß ich es leider auch nicht. So. Ein Leuchtstein. Ach, links abgehärtet. Der ist abgehärtet. Ich würde mir auch gern Darunjas, Daruks Schwert nochmal holen. Ich glaube, wir gehen mal noch kurz in Goronia vorbei. Ach komm, wirklich jetzt. Jetzt muss ich doch noch die Bombe zücken. Na gut. Na gut, na gut. Goronia. Wenn er allerdings nicht einfach wieder die Schatzkiste aufgefüllt hat, dann weiß ich nicht, wie es ging. Man konnte sich die aber auf jeden Fall wiederholen. Müsste ich sonst auch mal Onkel Google fragen. Das ist auch so krass, wir haben halt auch erst 32 Schreine gemacht. Das ist halt irgendwie auch nichts so. Oh no, ich brenne. Oh nein, ich habe die ganzen Krog-Sachen an. Oh nein, oh nein, oh nein. Moment mal. Das ist hier natürlich nicht so gesund. So. This Link is on fire, aber so richtig. Hui. So, wo war denn nochmal? Da. Oh, guck mal. Sabota, bist du etwa so früh am Morgen schon auf der Suche nach hübschen Mädchen? Mann, ich wünschte, ich wäre nackt. Oh, zu schade. Wer bist denn du? Ist das die, die ihren Typen sucht? Schon mal so zum Einstimmen auf gleich. Ich heiße Ramella. Wie du sehen kannst, bin ich aus Gerudo. Ich kam hierher, um Juwelen aus Goronia zu sammeln. Oh, ist das die, wo man die Edelsteine teuer verkaufen kann? Mit dem passenden Kopfschmuck, den habe ich leider nicht. Den holen wir uns aber bald, glaube ich. Gibt's, glaube ich, in Goronia. Gerudoland. Wie hieß es? Ihr wisst schon. Der Todesberg bricht nicht mehr aus, daher kann ich jetzt endlich wieder meine Edelsteinvorräte aufstocken. Ach ja, hast du vielleicht Bernstein? Davon brauche ich eine ganze Menge. Bring mir 10 Stück und ich gebe dir einen besseren Preis dafür, als du in einem Laden bekommen würdest. Ja, das ist schade, weil ich habe, glaube ich, gerade keine 10 Stück. Ja. Okay, das werte ich als, ja, ich habe keine 10 Stück. Okay, die Kiste ist nicht hier. Dann muss man die wohl anders wieder beschaffen. Ja, schade. Chefchen? Ach, da ist die Statue. Hier, okay. Wir haben mir eine Krone aufgesetzt. Wie süß. So früh am Morgen, schon wieder so heiß. Brauchst du was? Bergspalter? Hab's kaputt gemacht? Wenn du den Bergspalter je verlierst, sprich mit unserem Schmied Brohan, der hilft dir dann.
Der Bergspalter gehörte einst dem Vorfahren von Yunobo, Daruk. Das heißt ja, dass Daruk sich damit manchmal Luft zugefächelt hat. Okay. Der Schmied, aber der will bestimmt Geld von mir, hm? Das sieht wie eine Schmiede aus. Aber hier ist keine. Hat er mich angelogen? Hat er mich etwa dreist angelogen? Ach, das gab's ja auch, ne? Gott, in diesem Spiel kannst du halt einfach so unendlich viel machen. Ne. Doch, ich glaube schon. Okay, das ist der Klamottenladen. Bist du der Schmied? Ne, Übernachtungen. Habt ihr gerade Pfeile da oder brennen die hier? Feuer- und Eispfeile. Ja. Passt eigentlich. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Bist du der Schmied? Mein kleiner Bruder, dieser Kreidekopf, kommt einfach nicht nach Hause. Warte, Bladon, das ist er doch sogar, oder? Ich frage mich, was er sich dabei denkt. Ist er ausgebüxt? Wenn er hätte ausbüchsen wollen, hätte er nicht vorher groß getönt, er würde das Geheimnis des Helden ausgraben. Ach, Gonguron, was denkst du dir nur bei solchen Sachen? Das ist, glaube ich, die, wo man den Typen füttern muss. Von der ich in Goronia mal erzählt habe. Na, wo wollte er denn hin? Er müsste zum Marugo-Tunnel südwestlich des Marugo-Teichs gegangen sein. Die Mine dort wurde wegen einer harten Felsschicht schon vor Ewigkeiten aufgegeben. Was sollen solche Träumereien? Er sollte besser in der Realität bleiben und einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Das tut mir sehr leid für dich, aber kannst du mir helfen? Du verstehst die? Das Gesicht. Oh. Ich fürchte, ich muss dann wohl erst den Bruder retten. Wo ist denn das? Wo ist das denn? Marugo-Teich. Ja, hat er nicht gesagt, dass das, dass das da ist? Ich dachte nämlich. Ich meine, der hat Bladon der Schmied gesagt. Ich meine, sonst können wir auch einfach in die Wüste gehen. Es ist halt, es tut so weh, dieses Spiel nicht zu spielen, wie es gedacht ist. Ich bin verzweifelt. Aber in 9 Tagen kommt halt schon. Kommt halt schon, ne? War das doch nicht hier? Er hat doch südwestlich gesagt, oder nicht? Das ist auf jeden Fall ein Magmarock da drüben. Ich
Ich wünschte echt, man könnte die Karte nach Norden fixieren. Kann man die Karte nach Norden fixieren? Das wäre echt hilfreich. Marugo-Tunnel. Da wollen wir doch hin. Ich fürchte, er ist unter mir. Och, nicht schon wieder die Typen. Hier, da, hier wollte ich doch hin. Oh nein, er ist tot, Chat. Wie erkläre ich das jetzt dem anderen? Er ist tot. Ich kann nicht mehr. Hinter diesen Felsen ist irgendwo das Geheimnis des Helden. Ach ja, da ist ein Schrein versteckt, ne? Ich habe mir vorgenommen, es zu finden, um zu beweisen, dass ich ein starker Gorone bin. Weil jetzt bin ich so hungrig, dass ich nicht weiterarbeiten kann. Bruder, jetzt verstehe ich dich endlich. Braucht Felsenfilet. Du hast nur getan, was du tun musstest. Ich habe eine Bitte an dich als dein Bruder. Hilf ihm bitte. Geh einfach hier den Hügel runter. Dort sind die Specksteinklippen, wo es das beste Felsenfilet gibt. Bitte bring mir ein saftiges Stück. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Schaufelschulter bringt mich um heute. Goronen-Volkskrankheit Nummer 1. Ich bitte dich, das machst du doch, oder? Den Hügel runter, sagst du? Könnt ihr ein saftiges Emu braten? Geht das auch? Ja, natürlich genau da, wo die Asis wohnen, ne? Klar, wo auch sonst. Macht man aus der Schaufel Schulter Schäufele? Ich hoffe es für ihn. Oh Gott. Er hat auch Pfeile. Aber ich kann bessere Headshots. Master Schwert, Flieg und Sieg. Kann das Master Schwert eigentlich werfen? Ding. Die Kraft des Master Schwerts geht zur Neige. Ist es schon soweit? Es hat zwei schwarze Moblins ausgehalten. Oh, guck mal. 5 Kilo Felsenfilet. Geilo. Ach so. Ja gut, dann. Jetzt bitte kein Blutmond, wenn möglich. Ich kann damit nicht... Nein. Was willst du denn jetzt? Warum sind da jetzt 5? Ich habe gerade 2 bekämpft. Wo kommen jetzt die anderen 3 her? Ist doch jetzt wohl ein schlechter Scherz. Nein, das gehört mir. Au, der hat mir das auf den Kopf geworfen. Was ist das denn für ein Assi? Der hat mir das einfach auf den Kopf geworfen. Das geile Felsenfilet. Die bringen ihre Freunde zur Beerdigung? Ich glaub's auch. Mann, 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 Mann. Der wollte das einfach wegschmeißen, das gute Felsenfilet. Scheiße, ich komm nicht hoch. Nein, bleib hier, nein. 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 Ach komm, wie viel Pech kann man denn haben? Ist einfach in die Lava gerollt. Ich fürchte, ich muss jetzt auch gleich Pfeile verschwenden und die Typen da mal aus dem Weg räumen. Vielleicht kann ich sie einfrieren.
Mit Eispfeilen. Hauptsache, mein Felsenfilet rollt nicht wieder davon. So, bleib mal hier liegen. Ich habe ja noch ein paar Eispfeile. Ja, die bleiben leider nicht sehr lange gefroren. So, einer ist schon mal weg. Ich mache das hier jetzt bestimmt komplett umsonst, aber dann haben wir wenigstens heute auch noch ein bisschen gesidequestet. Ist ja auch mal ganz schön. So. Ich glaube, die anderen Sachen sind schon verbrannt. Dann versuchen wir mal, das Felsenfilet hier wieder hochzukriegen. Oh nein, 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 nein. Das ist natürlich auch das unwegsamste Gelände EU-West. So. Klar. Die Goronen rollen hier wahrscheinlich runter wie die Steine, die Deppen hier die ganze Zeit auf mich runterschmeißen. Aber das Schöne ist, mit den Sachen, die wir jetzt bekommen haben, können wir direkt nochmal zur Fee und upgraden lassen. Au! Ich habe doch hinten keine Augen. Ist mein schönes Gelee geplatzt. Was soll das denn eigentlich, hä? Ich dachte, der Todesberg bricht nicht mehr aus. Werd hier trotzdem die ganze Zeit mit Steinen beworfen. Das ist doch nicht richtig so. Ich versuche hier einem Goron das Leben zu retten. Da kann man mir doch nicht wortwörtlich Steine in den Weg legen, weißt du? Und dann ist da auch noch so eine Kochstelle. Endlich, der Moment ist gekommen. Wirf es direkt in den Topf. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das ist eines der schönsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Was für ein erlesenes Felsenfilet. Ich muss sofort anfangen zu kochen. Weh, du versaust es. Ich hole nicht noch eins. Geil, jetzt ist es ein Lavafilet. Es ist vollbracht. Das geröstete Felsenfilet ist fertig. Nom. Hm? Ist das etwa der unwiderstehliche Duft von geröstetem Felsenfilet? Bruder, Essen ist fertig. Yo, guten Appetit. Geilo. Gönn dir, Bruder. Wie sie eine blaue und eine rote Hose anhaben, die viel zu knapp ist. Es ist unbeschreiblich. Göttlich. Dieses raue Knirschen zwischen den Zähnen, das sich durch den ganzen Körper fortsetzt. Der beißende Geschmack der Mineralien versetzt den Gaumen in Ekstase. Ein erbarmungsloser Angriff auf alle Sinne. Ich fühle mich groß und stark wie der Todesberg. Okay, Bro. Niemand kocht so gut wie mein Bruder. Ich bin pappsatt. Gut, jetzt wird gearbeitet. Wenn das aber nicht direkt eine Belohnung gibt, sondern noch ein Schrein ist, wo ich was machen muss, dann... Uff. Ist das eigentlich eine Minish Cap-Anspielung? Da ist es. Ich werde nicht mehr. Das Geheimnis des Helden. Hm? Steht nicht in Goronia genauso ein Ding? Das ist also das Geheimnis des Helden? Hm? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wie dem auch sei, eine Heldentat. Mein Bruder, du bist der Größte. Wisst ihr, was auch das Größte ist? Ich habe heute eine Herde Kühe gesehen. Ich finde, das solltet ihr wissen. Okay, nice. Dann holen wir uns mal hoffentlich eine Belohnung ab.
meine, mehr Zeichen der Bewährung schaden uns sicher nicht. Ne? Muss man auch mal so sehen. Auf unserem beschwerlichen Weg. Wow, ich muss wirklich noch eine Aufgabe machen nach dem ganzen Aufriss? Frech. Nein, das Geld. Oh, fies. Au. Link, nein, steh auf. Ich bin wieder, ich habe wieder auf B versucht zu springen. Aber es ist immer noch X. Okay, und man kann nicht drüber springen. Das war jetzt für die Wissenschaft. Muss ich fairerweise zugeben. Jetzt wollte ich's wissen. Aber man kann gar nicht drüber springen. Wow. Okay. Danke, Bruder. Boah. Das waren einfach 60 Rubine. Sick. Au. Ich werde einfach hier drin sterben. Habe ich noch irgendwas Kleines? So. Werden da oben ja eh geheilt. War's das schon? Okay. Kann ich dahin fliegen? Nice. 5 Bombenpfeile. Na, die Kiste aufzumachen hat sich tatsächlich mal gelohnt. Jetzt habe ich zwar das Essen verschwendet, aber was soll's. Überleben auch irgendwie wichtig. So. Sweet. Sweet, 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 sweet. 33 Schreine, 33 Kacke. Läuft bei uns, würde ich sagen. So, dann gehen wir mal nach Goronia zurück und gucken, ob ich jetzt mein Dings wieder haben darf. Weil die Brüder sind jetzt weg. Und wenn nicht, dann gehen wir endlich in die Wüste. Nachdem wir Pause gemacht haben. Ich sehe gerade, wir streamen schon seit über 2 Stunden. Aber vorher will ich wissen, ob das alles umsonst war. Ich meine, war es nicht. Wir haben eine Sidequest gemacht, wir haben einen Schrein bekommen, alles cool, aber ich hätte so gerne mein Dings wieder. Das war nämlich echt stark mit seinen 60 Angriff. Ich habe das vielleicht ein bisschen leichtfertig kaputtgeschlagen. Spring einfach nicht, Link. Das ist okay. Es ist dein Lavabad. Ich will dir das nicht absprechen. Das soll ja sehr heilend sein. Was ist jetzt schon wieder los? Oh nein, Brohan, dem Meisterhandwerker. Habe ich die falsche Quest gemacht? Brohan? Meister Brohan ist ein genialer Schmied. Oh verdammt, ich habe doch den falschen geholfen. Scheiße. Er ist unglaublich streng zu sich und auch zu allen anderen. Als Teil meines Trainings soll ich die Magmaroks in der Umgebung von Goronia besiegen. Aber den Magmarok am Darunia-See erreiche ich einfach nicht. Ach, wenn nur jemand anders dahin käme. Oh. Hilft er mir auch so? Bestimmt nicht so besoffen, wie der in der Ecke liegt. Jetzt habe ich einfach dem Falschen geholfen. Ich kann mir Namen einfach nicht merken, Chat. Hallo.
Der hilft mir auch nicht, ne? Ja, dann war das wohl für den Popo. Weiß ich doch jetzt nicht, wo hier ein Magma-Rock am See ist. Ich glaube, der schläft einfach nur. Okay. Finden wir raus. Ich glaube, der ist einfach besoffen eingepennt vor lauter Elend. So, toll. Jetzt ist er nicht zu Hause. Ist natürlich... Ach, da ist er. Hallo. Du hast also den Bergspalter überreicht bekommen. Der ist einfach besoffen, Feierabendbierchen und eingepennt. Und ein kleiner Wicht wie du will wirklich mit dem Schwert des mächtigen Darug umgehen können? Aber gut. Du scheinst den Bergspalter nicht mehr zu haben. Um einen neuen zu machen, brauche ich einen Steinspalter, 5 Feuersteine und 1 Diamanten. Oh, shit. Ich dachte, ich krieg die einfach so wieder. Ja, gut. Das war ein klassischer Griff in die Toilette, Chat. Na gut. Dann gehen wir jetzt enttäuscht woanders hin. Ich glaube, wir gucken mal von dem Turm aus, wie es weitergeht. Wobei, glaube ich, vom Plateau eventuell rüberfliegen besser ist. Ich gucke mal. Wir suchen uns jetzt ein schönes Fleckchen, wo wir hinfliegen. Und dann gibt es erstmal Päuschen. So krass, dass wir schon 3 Titanen haben. Ich kann es gar nicht glauben. Selbstmordgehone? Ach nee, das ist der Vogel. Ach so. Ach so, ups. Das lief nicht so gut. Gott sei Dank bin ich nicht ganz runtergefallen. Ich habe meinen ganzen Skill vorhin im Krogwald verbraucht. Okay. Oh je, Tassimo, dann haust du rein, schläfst du gut. Danke, dass du da warst. Nur noch ein paar Tage. Dann, Tears of the Kingdom. Mich auch gefreut, dich zu sehen. Oh, guck mal, eine Fee. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Haust du rein, lässt es dir gut gehen, ja? Dahinter ist die Wüste. Das sind doch die Hebra-Berge. Willst du mich verarschen? Ne, hier ist die Feenquelle. Ne, ist sie nicht. Da ist sie. Ja, vielleicht ist dann doch besser, wenn wir von der anderen Seite kommen, ne? Sehe ich spontan noch irgendwo einen Schrein? Mehr Herzen ist ja nie verkehrt. Das ist eine Investition in die Zukunft. Nur riesige Krater. Guck mal, das sieht aus, als wären wir auf dem Mond. Gute Nacht, Tassimo. Schlaf gut. Da müssen wir wohl doch mal von hier gucken. Aber für die Fee habe ich gerade kein Geld. Da müssen wir uns erst Moos besorgen und ich brauche ja noch Geld für mein hübsches Dress. Für mein Oasendress. Sonst kommen wir ja gar nicht rein. So, jetzt friert der arme Junge. Ohne Moos nichts los, aber so gar nichts. So. Da ist der Turm. Dann haben wir schon mal 2 Ziele. Und dann können wir uns noch ein bisschen durch die Wüste arbeiten. Ich will heute auch nicht so lange machen.
Aber ein bisschen geht wohl noch, ne? Dass wir ja auch gut vorankommen. Ich bin halt echt so happy einfach, dass wir das mit dem Brokkoli so schnell geschafft haben. Mal gucken, was wir heute noch rausholen können. Jedes bisschen Progress zählt. Da unten fangen wir an. Aufi, Aufi.